die Ablehnung. Ich bin so froh, dass du hier bist, um das zu sehen. Du bist hässlich. Hallo? Mach mal auf. Ganz ruhig. Oh, ich... Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Das hast du nicht erwartet. Sollte mal hier auf Hammerhead wechseln. Halt still. So, sie ist immun. Nicht abhauen. Schade. Warte, lass mich kurz nachmachen. Au. Warte. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, Bruder, was soll ich denn da machen? Es ist ja... Das ist ja echt bescheuert. Alter. So, dann bin ich wieder zurück. Wieder im gleichen Stand. Ich wollte erstmal die kleinen Ads hier wegmachen. Und wieder 300 Jahre nachladen. Warum habe ich noch Zeit? Boah. Gerade noch so. So, wo ist denn der letzte? Hä? Hey, wo ist der letzte große Dude? Ich suche ihn. Hallo? Ist da noch ein anderer Lichtträger? Ist er abgehauen? Da ist er. So, fahr zur Hölle. Und da ist sie ja wieder zurück. Und da ist sie weg. Da ist ihr Geist. Ja, ich komme nicht näher ran. Das ist blöd. Fuck, ich bin gebunden. Nee. Gott, verdammte Scheiße. Kämpfen, fliehen. Kämpfen, fliehen. Das Muster ist immer dasselbe. Hast du es nicht irgendwann satt? Willst du nicht ausbrechen? Neues Ziel. Folge Savatun. Okay. Kleiner Geist, du wurdest gebeten, die Dunkelheit zu akzeptieren. Dich gegen deine Vettern zu stellen. Du wurdest gebeten, dich dem Willen des Reisenden zu widersetzen. Meine Geister machen keine Zugeständnisse. Wir dienen den wahren Interessen des Reisenden. Keine Zugeständnisse? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du und deine Geschwister, ihr habt meine Freunde getötet. Ich erinnere mich an Oryx und die Besessenen. Ich werde nie vergessen, was mit Sagira passiert ist, mit Osiris. Ich würde eher sterben, bevor ich mich entschließen würde, der Schar zu helfen. Sorry, ich muss da ein bisschen lachen. Kann ich keinen Kampfbanner drauf machen? Komm, hier nochmal die gleiche Scheiße in deine Fresse. Wieso mache ich jetzt weniger Schaden? Sie ist zu mächtig. Was sollen wir tun? Flüchten? Wir müssen das Portal reaktivieren, um auf den Erinnerungsaltar zuzugreifen. Ihr die Wahrheit zu zeigen, wird sie nicht aufhalten. Aber wir müssen es versuchen. Aber schwächen wird sie sich. Warum habe ich jetzt hier 30 Sabatons? Licht. Das muss ich jetzt in die Mitte Ritual stören.
Ach, ich muss wahrscheinlich diese Savatun-Geister ausschalten. Die geben mir Licht und dann muss ich in die Mitte. Ja, ja. Gib mir mal dein ganzes Licht. Das packe ich in das Portal. Okay, where's the last? Da hinten. Boah. Das war knapp. So. Jetzt können wir, glaube ich, das Portal bauen. Das Portal ist offen. Das ist ein Zauber. Savatun spinnt ein Netz um den Reisenden. Wir müssen ihn befreien. Die Fesseln stammen von diesen Türmen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu erreichen. Okay, okay. Ich hab's. Was glaubt ihr, was ihr ausrichten könnt? Ihr könnt das nicht verhindern. Ich weiß, dass das eurer Natur widerspricht. Aber ihr könnt trotzdem mit Anstand verlieren. Nee, nee. Mach gerne was kaputt. Jetzt mach ich deinen Verstand kaputt. Sie guckt ja so währenddessen zu. Denkt sich so, was für Wichser. Okay. Haben wir. Zeigt ihr die Erinnerung, Hüter? Ja, ganz ruhig. So. Bitteschön. Guck doch mal hin. Zappertun. Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Außer wir beanspruchen sie zuerst. Was ist das? Wie habt ihr... Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Nein. Nein, das ist nicht passiert. Der Reisende kam nie zu uns. Wir waren gezwungen, die Tiefe zu wählen. Wie konnte mir das entgehen? Jetzt wollt ihr also Spiele spielen. Dann spielen wir. Oh, sie ist wütend. Gerne, wir spielen, Tic-Tac-Toe. Erste Leiste weg. Haltet Abstand von mir. Und jetzt? Wieder rein ins Portal. Der Zauber ist fast gebrochen. Okay, wir müssen den gleichen Scheiß nochmal machen. Wo ist die Hexe? Oh Gott. Zieht es halt noch länger. Also, das Ende können sie ja nicht noch länger ziehen. Ich bin schon bei der Rohdatei bei 35 Minuten. Geil. Junge, vertreib's. Du bist jetzt also der Experte? Der Experte für mich? Schar für Lügen? Glaubst du das wirklich? Irgendwie ja. Ich kenne mich mehr aus als du. Okay, ich werde wahrscheinlich die Folge in zwei Teile schneiden müssen. Den guck dir das mal an, wie lange das hier dauert. Okay, sorry. So. Komm schon, wie viele müssen wir noch machen? Eins noch. Oh, sie will mich aufhalten.
Mach nur. Aber es geht nicht. So. Wieder so ein Turm hier raufklettern. Guck mal, brauche ich nicht mehr ganz oben klettern. Lad doch schneller nach. Bitte. Hä? Da war einfach gerade eine unsichtbare Wand. Okay, er ist befreit. Scheiße. Muss ich hier wieder eine Erinnerung zeigen? Nee. Doch, jetzt kann ich eine Erinnerung zeigen. Wir werden ihre Angst nähren. Ihren Stolz. Also gut. Du weißt so vieles? Dann sag mir, wer ich bin. Was Havatum? Okay. It's the final countdown. Pa 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 pa. Jetzt ist sie komplett verwundet. Jetzt kann sie nichts mehr anrichten. Wahrscheinlich wird sie durch die Hexen gestärkt. Okay, lass mich kurz heilen. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ja. Wo sind die Hexen? Geist, gib mir einen Tipp. Da ist eine Hexe. Wo ist noch eine Hexe? Aua. Da ist eine Hexe. Warte. Ganz ruhig. Eine Hexe fehlt mir noch. Oder auch nicht. Hä? Wo ist die letzte? Egal. Vielleicht können wir sie jetzt angreifen. Ja. Können wir. Und geh weg, Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ich hab verfehlt. Okay. Jetzt müssen wir wieder die Hexen töten. Hast du noch 4? Da waren es nur noch 3. Da waren es nur noch 2. So. Okay, das war schon die letzte. Ich kann nicht zählen. Harte Welle! Mistvieh! Ich kann doch aufs drauf schießen! Body Shooting! Sieh mal an! Ich habe mich verkalkuliert! Genau wie du, Hüter! Du hast den Reisenden so gut beschützt, dass du verhindert hast, dass ich ihn rette. Aber der Zeuge kommt.
Ihr könnt das Spiel jetzt spielen und gewinnen oder verlieren. Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wo ist Ihr Geist hin? Hüter, ich habe es gerade erfahren. Der Reisende ist zurück in der letzten Stadt. Ist es geschafft? Ist Savatun? Sie ist tot. Aber Ihr Geist ist entkommen. Das genügt. Haltet eure Position. Die Verborgenen kommen, um die Überreste zu sichern. Gute Arbeit, Hüter. Du hast das Richtige getan. Und jetzt? Jetzt bereiten wir uns auf den Zeugen vor und verhindern den nächsten Untergang. Das ist wohl der Zeuge. Der Anführer der Schwarzen Flotte. Volkmann! Also, wir haben Savatun getötet. Ihr Geist ist noch irgendwo am Fliehen. War ja gut. Haben wir einer der Schargöttin getötet. Fehlt nur noch Sivo Arad. Da haben wir die komplette Schar ausgelöscht. Rota ist tot, Oryx ist tot, Savatun ist tot. Ja, fehlt wie gesagt nur noch Sivo Arad. Die ja irgendwie, ich weiß nicht, wann töten wir die mal? Nach 300 Jahren. Hüter, sicher kennst du die Geschichten. Wenn nach dem Sieg über das Böse der Himmel aufgeht und der Menschheit Frieden bringt. Savatun ist tot. Aber ich habe nichts dergleichen gesehen. Stattdessen ist Imaru am Leben, plant seine Rückkehr und der Hohn und die Schar kämpfen um die Vorherrschaft in der Thronwelt. Und irgendwo in den Sternen spielt dieser Zeuge mit uns und will das vollenden, was er vor langer Zeit begann. Ich weiß, wir sind der Vernichtung schon früher entgangen. Ich muss daran glauben, dass wir es wieder schaffen. Selbst Mara Soth, die Königin der Erwachten, glaubt daran. Deshalb ist sie hier und verlangt nach dir. So sehr es mir zuwider ist, dich ihrer Unberechenbarkeit auszusetzen, wir brauchen ihre Hilfe mehr denn je. Geh, hilf der Königin. Sie könnte im kommenden Krieg unsere wertvollste Verbündete sein. Nach Savatuns Tod will Ikora nur deine Hilfe, um ein paar offene Fragen über den Zeugen zu beantworten. Königin Mara Soth hat dich zu sich bestellt und Ikora vermutet, dass sie entscheidende Informationen für dich hat. Okay, wir bekommen eine Resonanz
Legion, wir stehen hinter dir. Die eigentlich gar nicht mehr wichtig ist. Das war's mit Hexenkönigin. Ende war irgendwie ein bisschen leer, fand ich. Ja. Ich wollte nochmal so ein kleines Fazit über alle generellen Erweiterungen zu sagen, weil ich bei den eigentlichen nichts gesagt habe. Also fangen wir mal mit Festung der Schatten an, also Shadowkeep. Ja, Anfang war toll, im Laufe der Story war langweilig, weil man nur diese einzelnen Rüstungen gefarmt hat. Und Ende war ein bisschen, ja, spannender, aber ansonsten war das DLC eigentlich voll boring. Dann, ja, jenseits des Lichts war, finde ich, irgendwie die langweiligste. Also ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht ganz gecatcht. Es war die Dingens, die neue Stages Fokus war irgendwie cool, aber ja, es ist irgendwie Eremis war langweilig und der Rest halt generell. Hexenkönigin war für mich das Beste hier, weil es war so mysterisch mit Sabotun und sehr viele Rätsel musste man da auch lösen und es wurde auch viel mehr gemacht. Ja, ich fand das halt von den drei das Beste. Und als nächstes geht's dann halt mit Lightfall weiter. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Loyalität gegenüber der Vorhut wird immer belohnt, Hüter. Ciao, ciao.